Yes, Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Tag. Tag 2, Neukölln. Ich würde sagen, hoffentlich kriegen wir nicht auf die Schnauze. Und, ja. Und genau, da hat eine Frau eben gesagt, hoffentlich. Ja, ich würde sagen, Tag 2, 7 Tage Neukölln. Heute sind wir auf der. Also, wir sind hier in Neukölln, aber jetzt gehen wir auch in Richtung Karl-Marx-Straße, Rathaus Neukölln. Ich würde sagen, lasst euch überraschen und ich mich auch. Und los geht's. Ich gehe nochmal ganz kurz am Bahnhof Neukölln. Hier tobt das Leben. Seitdem jetzt alles offen ist und nur noch vielleicht Bars und Shisha-Bars zu haben und noch ein paar andere Sachen, sollte die Straße auch wieder belebt sein. Das heißt, dass eigentlich jetzt fast alles offen hat. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ich bin mal gespannt. Ganz wenige von den. Ich sehe nur wenig Leute. Also ganz, ganz wenig. Also um mich herum tobt das Leben auf jeden Fall, Freunde. Und es sind kaum Deutsche, die ich sehe. Okay. So, Freunde, wir gehen jetzt einmal nach vorne und checken einfach mal die Lage so ein bisschen. Also ich sehe gerade nur einen Deutschen, Freunde. Echt nur einen. Originell einen. An dem ich gerade vorbeilaufe, Freunde. Ja, mal sehen, wie die Leute hier so drauf sind. Ich bin hier aufgewachsen, lebe aber schon ein bisschen länger in Steglitz. Ich habe die Leute hier auch sehr gut in Erinnerung, positiv vor allem. Ich weiß nicht, mal schauen, was so läuft. Berlin, Neukölln. Ja. Ja, Leute gucken halt, aber die sagen halt nicht viel, weißt du? Ja. Auch hinter mir zwei. Ja, ich wollte ja 50 geben. Seltenheiten, ja. So, Freunde. Vielleicht kann ich jemanden nochmal auf der Straße irgendwie mal fragen. Einen Deutschen oder sowas, der auch hier lebt. Wie das ist, hier so zu leben als Minderheit. Mal sehen, wie die Leute so reagieren. Ist jetzt wirklich nicht irgendwie um zu provozieren, sondern wirklich um zu checken, wie das so ist, wenn man also ein bisschen heller ist, also deutsch oder keine Ahnung. Ja. So, lasst uns nach vorne. Das ist hier also die Karl-Marx-Straße gleich demnächst. Wir sind noch in Neukölln, Freunde, aber wir gehen in Richtung Karl-Marx-Straße. Alles hat heute offen, ab heute Wochenende, heute ist Wochenende, alles hat offen. Jetzt checken wir die Lage, was hier so geht. Der kleine Max. Ja. Auf jeden Fall gucken wir mal kurz die Lage. Checken wir mal kurz die Lage hier so. Freunde, wir sind hier aber auf jeden Fall in der Hood. Hood, glaubt mir das. Das ist die Hood, vertraut mir. Ja. Vielleicht fragen wir mal gleich jemanden, wie er sich fühlt eigentlich hier zu wohnen. Ja. Kann man mal gleich fragen. Ja, was gibt es hier alles? Ach, hier sind ganz, ganz viele Läden, Freunde. Ganz viele Dönerläden, hast du nicht gesehen. Ganz viele Handyshops auch. Sehr, sehr viele Handyshops. Ja, Friseure haben wieder offen, wie ihr seht. Alles hat wieder offen. Friseure, offenes Taxi steht einfach so rum. Keiner drin. Leute lachen irgendwie. Freunde, ich bin gespannt, ob ich überhaupt einen Deutschen noch sehe. Ich habe jetzt bis jetzt einen gesehen. Die hinter mir zwei sind weg. Mal sehen, ob ich noch einen finde, mit dem ich halt so quatschen kann, so ein bisschen anquatschen kann. Bis jetzt sehe ich keinen einzigen. Doch, jetzt aber. Aber ich brauche so Jugendliche brauche ich, nicht so ältere oder sowas, weißt du, oder die Leute in meinem Alter. So 18, 20, die können mir am besten beschreiben, was hier so abgeht. Nicht die Älteren, die Älteren haben eine ganz andere Meinung. Ja. Freunde, wir nähern uns der Karl-Marx-Straße.
in der Hood auf Neukölln. Ja, Mann. Ist eigentlich entspannt. Nochmal ganz kurz die Seite. Also vieles hat jetzt offen. Sehr, sehr vieles. Shisha-Bars am Zufall. Und da sind wir schon. In die Richtung geht's Karl-Marx-Straße und das ganze Leben fängt dann nochmal richtig, richtig an. Friseure, wie ihr sehen könnt. Friseure am Start. Haben alle offen. Mittlerweile ist es auch sehr, sehr teuer hier zu leben. Und ich weiß nicht, wer sich das heute leisten kann. Ja. Vor allem, man kommt gar nicht mehr hier so rein. Also es ist nicht mehr so einfach wie davor, wenn du hier eine Wohnung haben willst. Näher, wir kommen näher, immer näher, Karl-Marx-Straße. Ist das schon die Karl-Marx-Straße oder ist weiter? Das ist die Karl-Marx-Straße. Das ist die Karl-Marx-Straße. Ich mach ein bisschen Video, gucken, so, was so abgeht in der Hood. Hast du den YouTube-Channel? Ja. Wie heißt du? J6, J-S-E. Du hast Abonnente? Ist egal. Kriegt man Geld dafür? Wann kommst du? Ich komme aus Planet Erde. Ciao. Meine Religion ist Liebe. Mach's gut. Ja, Freunde, guck mal hier, da ist eine ganz, ganz große Shisha. Ganz großer Shisha-Shop. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben wahrscheinlich sehr viele davon. Naja, schauen wir einfach mal weiter. Übrigens mache ich die ganze Werbung für dieses T-Shirt hier, keine Ahnung warum. Die T-Shirts sind super bequem, sind so stretch und so ein bisschen, wie soll ich sagen, sind so einfach angenehm und die sind billig. 15 Euro. Qualität ist so wie, keine Ahnung, Puma, Nike, Adidas. Habe ich mir einfach geholt und dachte mir, hey, warum nicht so? Ja, naja. Marktstraße, halt. Das sind so die wenigen hier. Okay, vielleicht kann ich ihn mal voll quatschen. Verzeihung, meine Frage, sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja. Wie ist das so, sag ich mal, als Minderheit hier zu leben, jetzt nicht böse gestellt, also nicht böse gefragt oder sowas. Oder böse gemeint. Wie ist das, Sie wohnen hier, ne? Nö. Nicht? Also zum Besuch. Achso, alles klar. Okay, alles klar. Ich dachte, Sie wohnen hier direkt. Okay. Danke. Okay. Der kam nicht aus dieser Gegend. Schade. Ja, dann, wir finden auf jeden Fall nochmal jemanden. Wir finden jemanden. Ja, Freunde, da waren eine Menge Kinder, die darf man leider nicht zeigen. Wenn Kinder im Video sind, gibt es immer einen Strike. Ich darf keine Kinder fahren. Guck mal, hier so eine Konditorei und sowas, so für Hochzeit und sowas. Auch krass, die haben eigentlich fast alles hier, ja. Ist hart. Also man sieht schon sehr, sehr viele Schriften, auch auf Arabisch und hier Handyshops, auch sehr viele Schriften auf Arabisch. Da hinten zum Beispiel auch. Ist auf jeden Fall sehr, sehr islamisch geprägt hier. Ja? Muss man auf jeden Fall ehrlich sagen. Was nicht schlimm ist, ist ja jedem sein Ding, so weißt du. Ist ja nicht schlimm. Ich meine ja nur. Kennt ihr die Leute? Ich bin ja kein Nazi, aber ich sag ja nur. Ah, Mann. Wir gehen jetzt weiter, checken mal kurz die Lage hier. Jetzt sind wir offiziell in der Kamera. Jetzt ist offiziell die Karl-Marx-Straße, Freunde. Guck mal hier, hier gibt es Shops, Essen, alles drum und dran. Ja. Die haben eigentlich fast alles hier, ohne Scheiß. Die haben eigentlich haben sie alles hier. Ja. Wir gucken einfach weiter. Hier kommen wir jetzt direkt ins Leben. Hier ist direkt das Leben, Freunde. Genau hier. Hier ist direkt das Leben, Freunde. Hier ist direkt das Leben. Hier genau in der Mitte. Ihr könnt euch kaufen, was ihr wollt hier. Haben alles, 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 was ihr wollt. Ja, Freunde, hier ist so ein Bazar. Zwiebeln, Wassermelonen. Eigentlich alles. Ich dachte erst, der lacht mich aus. Konditoreien, Dönerläden,
Eigentlich alles, alles was sie wollte. Ja, naja. Jetzt sehe ich wieder ein paar. Sehr, sehr selten hier. Ja. Die zwei waren zum Beispiel, die da gerade standen, waren zwei Deutsche. Eine sie, eine er. Ja, ihr seht ja hier so. Das ist eine ganz andere, eine ganz, ganz andere Art und Weise. So, siehst du in Sachsen oder so ein Quatsch, siehst du das nicht. Habt ihr sowas nicht. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Naja, Freunde, hier tobt das Leben. Auch so Einkaufsläden, so für Frauen hier. Was gibt's noch? So für eine Menge Sachen hier. Eine Menge Sachen, Freunde. Leute schreien aus dem Wagen so. Ja, Freunde. Ich beachte nur den, den ich will. Ja, sonst keine Ahnung, Alter. Schulläden. Neukölln Underground. Wir laufen die Strecke natürlich ganz durch bis zur Rathaus Neukölln. Und ja, ich zeige euch dann sozusagen alles. Ne? Hier ist auf jeden Fall Action. Immer Action. Man kriegt schon so ein paar Blicke, wenn man so eine Kamera auf sich hält. Die denken auch, ich habe dann 10 Millionen Abonnenten oder sowas. Aber darum geht es ja gar nicht. Ihr habt ja gerade gehört, wie die Frage gestellt worden war an mich. Ich dachte, ich kenne den Kollegen, Alter. Sah mir so aus. Nee, kenne ich nicht. Ich dachte, ich kenne den Kollegen, der gerade da arbeitet. Ja. YouTuber. Freunde, wir gehen natürlich weiter. Ja. Ich möchte mal richtig so richtig klaren Bosse und diese richtig krassen. Ich kenne einige, aber die würden jetzt nicht wegen des Video extra kommen oder rauskommen. Ich meine jetzt so aus dem Zufall, wenn man so unterwegs ist und dann einfach mal so irgendwelche klaren Bosse trifft, die gerade aus dem Auto aussteigen oder so. Ich würde die sofort erkennen. Aber naja. Karl-Marx-Straße, Freunde. Offiziell Karl-Marx-Straße. Ich habe mir letztens hier auch die Schuhe geholt. Bei JD. Naja, auf jeden Fall. Die hier. Ja. Wir laufen weiter. Wir sind offiziell in der Karl-Marx-Straße. Jetzt wirklich. Hier sieht man auch den U-Bahnhof. Karl-Marx-Straße. Und. Ja, was soll ich sagen? Hier tobt das Leben, du hast dich mal. Ja, Mann. Dönerläden. Soweit das Auge reicht. Was haben wir noch? Vor allem an dieser Straße bauen die schon so lange. Das nervt so krass. Ja. Schau mal hier, Döner. Angebot nach Jahren jetzt mal wieder gesehen. 3 Euro. Nur hier in Köln, der Karl-Marx-Straße, weißt du? Das ist der Hammer. Überall 4 für 50, 5 Euro, aber hier ist so einfach so 3 Euro von aus dem Nix so. Schaut mal, 3 Euro Gemüsedöner. Crazy shit. Haben wir den Steglitz ganz vergessen. Ja. Hi. Alles gut? Lebst du hier? Was? Lebst du hier in dem Bezirk? Nee, ich komme aus Hause. Achso, wir kommen aus Tempelhof. Tempelhof, okay. Okay, alles gut. Ja, ich mache gerade so einen Durchgang, genau. Was hier so abgeht, 7 Tage Neukölln. Okay, 7 Tage Neukölln. Ja, wir ein bisschen gucken so. Und was ist drauf? Hast du was Spannendes entdeckt? Ja, manche quatschen, manche sind so. Ist einfach nur wie so ein One-Take und dann über die ganze Straße einfach. Okay. Überall. Sonderlee hier. Mal schauen, was da kommt. Ich bin aus Berlin, ja, Steglitz. Ach, Steglitz. Bei uns eine ganz andere Welt. Sag mal, von dem Zünden ist anders. Ja, natürlich, natürlich. Ich wollte dich fragen eigentlich, aber du sagst ja, du bist nicht von hier, deswegen kann man das quatschen. Ist die Frage überflüssig. Das ist ja. Weil hier sind ja immer so sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, so ein bisschen seltener. Du bist einer der Seltenheiten, würde ich sagen, ja. Wieso? Ich meine jetzt für die Gegend. Achso, ja. Der mit dem Redebuch oder was? Ja? Nee, der zum Beispiel Deutsche, also hell, ein bisschen heller. Also Deutsch ist Weil sonst ja alles, weißt du?
Weißt du, was ich meine? Ist ja nicht böse gemeint. Ich meine, nein, nur, ist doch auch ja, gut, ich will auch niemanden ärgern. Ich meine nur, es ist schon lustig. Ob man, wenn man jemanden antrifft und mit ihm quatscht, so wie mit dir zum Beispiel. Ja, aber er sagt, er arbeitet ja dann nur hier. So ist es mal. Ja, nur Köln ist crazy, ja. Anders. Jeder für Charlottenburg oder Steglitz hat alle weiß. Das ist anders, ja. Stimmt, stimmt. Mach's gut, Mann. Ja. Wollte ich nicht dingsen. Ciao. So, Freunde, einer der selben. Sehr gut, ja. Und, genau, ich versuch gleich. Aber der wohnt ja nicht hier, so. Ja. Der wohnt ja nicht hier, Freunde, deswegen kann man, mit, kann man das nicht dazu zählen, was er gesagt hat. Hm. Ja. Also er war kein Neuköllner. Ich suche echt so Neuköllner, wo ich sage, das sind so Urgestein, Neukölln-Deutsch, die wirklich selten sind. Das ist noch sehr, sehr selten. Ja. So Neukölln-Deutscher brauchen wir. Ich suche nach Urgestein, Neukölln und Deutsch. Wenn das machbar ist, dann ist es krass. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch einen antrifft heute. Aber wir probieren es. Ja. Hier war damals zum Beispiel eine Kölner Oper, Passage, Kino, hier damals, doch, hier ist immer noch ein Kino. Aber ich wollte schon sagen, hier war damals in Neukölln das Kino, so weißt du. Und ja, das gibt es wahrscheinlich immer noch. Bin ich vor, keine Ahnung, 15 Jahren ins Kino gegangen, war schon ein bisschen länger her. Urgestein, Deutsch, Neukölln brauchen wir. Finden wir noch jemanden, Freunde? Ja. Finden wir noch jemanden? Wie soll ich den Titel machen? Urgestein, Deutscher aus Neukölln. Oh, das Original, so weißt du. Aber wird schwierig sein. Wird sehr, sehr schwer sein in der Gegend. Ja, JD. Ja. Sorry? Sprechen Sie Deutsch? Ja, sind Sie hier aus Neukölln? Aber wie lange? Wie so 10 Jahre? Aber Sie sind nicht Urgestein sozusagen. Alles klar. Danke. Ciao. Hä? Ich suche was sehr, sehr Seltenes. Ich suche was sehr, sehr Seltenes, zum Beispiel aus Neukölln, Deutsch. Und mindestens 20 oder 30 Jahre hier schon gelebt. Ja, hier wird es schwierig, wa? Ja, ja. Ja, super, super. Herzberg, ja. Sommer. Herzbergplatz, alles klar, danke dir. Ciao, ciao. Wird schwierig, haben die gesagt. Hier wird schwierig. Aber ich habe immer noch den Glauben daran, dass es klappen könnte. Bro, was geht bei dem, Mann? Also? Alles voller Brot. Wollte ich nicht vielleicht irgendwas, wahrscheinlich. Freunde, ich hoffe, dass wir jemanden finden hier. Deutsch, Urgestein, Neukölln. Das Original. Das wird echt sehr schwer, aber ich habe den Glauben immer noch, dass ich es heute schaffe und dass ich da jemanden finde. Die meinen, wie gesagt, hier wird es sehr schwer sein, jemanden zu finden, weil hier ist ja komplett, weißt du, eine ganz andere Nummer. Freunde, ich glaube dran, wir werden da jemanden noch finden. Du musst mindestens 20 Jahre hier gelebt haben, dann ist es Urgestein. 30 schon zu viel, 30, 40. Ich glaube, die Älteren werden auch nicht mit mir reden. So. Ja. Urgestein, Urgestein. Sind Sie Neuköllner Urgestein? Nicht? Wie lange leben Sie hier? Ja, ich lebe hier. Aber wie lange? 2 Jahre. Ah, nee, ist mindestens 10, 15 Jahre. Morbid, ja, schade, schade. 10 Jahre, ja? Sie können sagen, Sie sind Urgestein. Ich bin hier geboren. Hier geboren? Yes, Freunde, wir haben hier jemanden. Geil, Alter. Nice, nice. Ich hätte echt schon geglaubt, ich finde heute niemanden. Ja, doch, ja, ist der Hammer. Das ist für meinen YouTube-Kanal. Ich mache so ein One-Take, 7 Tage in Neukölln. Hier über die Sonderallee, über die, zum Beispiel hier, ab und zu mal hier durch die Karl-Marx-Straße und Rathaus Neukölln. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt zum Beispiel, ist einfach nur so eine kleine Challenge, wenn ich jetzt hier jemanden finde, der aus Neukölln, Berlin-Neukölln ist und auch wirklich deutsch ist, so weißt du, jetzt nichts gegen die ganze Leute, also ich meine nur, weißt du, so ein bisschen lustig sein, das mal. Ja, dann habe ich es geschafft, das ist der Hammer, ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Auch wenn man 30. 30, okay, gut, das ist so meine Generation, würde ich sagen. Okay, krass. Und findest du dich jetzt hier benachteiligt oder ist alles okay, wie immer? War das schon immer wie immer oder findest du okay, ist zu viel, alles deine Meinung? Du musst ja nicht mein Video sein. Ist es schwieriger geworden für dich? Es ist schwieriger geworden, es ist ja für mich nicht. Okay, cool. Was ist der YouTube-Kanal? J6, also J-S-E-X.
J und Six zusammengeschrieben. Wie Sex plus mit I. Ciao. Alles Gute, danke dir dafür. Ja? Freunde, ich habe jemanden gefunden, das war's. Das heißt, das Video ist. Kann erfolgreich beendet werden jetzt hier gleich, an der Stelle. Er ist am Rathaus Neukölln, ich muss mal kurz hier rüber. Freunde, sie war 30 Jahre alt, ist in Neukölln, in Berlin-Neukölln geboren worden und lebt immer noch hier. Das ist der Hammer. Sowas ist eigentlich sehr, sehr selten. Sehr selten. Wir haben eine Seltenheit getroffen. Eine Minderheit. Ja. Übrigens ist es rot. Ja. Wir schauen einfach mal gleich. Bruh. Krass. Und da läuft sie. Weg ist sie. So. Eine Minderheit. Nein, Quatsch. Ohne Scheiß. Sie ist hier geboren. Ist hier aufgewachsen. Und wie gesagt, lebt hier weiterhin. Das ist eigentlich übel selten. Respekt. Alle laufen über Rot irgendwie. Jetzt kommen die Autos. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ich bin der Einzige, der hier keine Ahnung hat, wie man hier läuft, oder was? Rot, Grün, einfach laufen, oder was? Ja, Freunde, hier weht ein ganz anderer Wind, weißt du? Das ist nicht wie Steglitz. Da wieder läuft, Digga. Ja, Freunde, wir haben hier alles. Wir haben alles hier, alles. Wir haben hier wirklich alles. Ist der Hammer. Ja, wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite, würde ich sagen, oder? Wir gehen mal auf die andere Seite. Ist der Hammer. Zeitungsläden. Naja. Das Geilste ist, du läufst an so einem Zeitungsladen vorbei und siehst gleich so Messer und so. Du siehst gleich Messer und so. Hardcore. Ein Zeitungsladen mit Messern und so, Digga. Diese richtige Machete, Digga. Buschmesser, Digga. Digga, what the fuck? Digga, gleich Buschmesser. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Entspannt. Die Lage ist aber entspannt, die Leute sind sehr, sehr cool. Ja. Was gibt es noch? Da ist alles voll. Ja. Und, ja. Ey, den Deichmann gibt es auch immer noch. Wie damals halt, ne? Der Deichmann hat auch überlebt, oder? Auch Urgestein Deichmann hier. Hat auch noch überlebt hier. Schau mal, da sind die ganzen Leute. Hier meinte ich zum Beispiel das mit den Bauern. Die bauen hier überall, geht so auf den Sack. Gegenüber sitzen auch Leute da. Eigentlich wollte ich auf die andere Seite, aber ich habe es jetzt nicht mehr geschafft hier. Bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, wie man hier rüberkommt. Ja. Vielleicht, ich hätte gleich da rüber gehen sollen. Oder? Alles egal. Da gibt es eh nichts mehr. Nichts Besonderes mehr. Ja. Ja. Jetzt gehen wir rüber, Freunde. Die Leute sind schon cool, ne? Die quatschen miteinander. Klar. Die quatschen schon mit einem. Ja. Die Kids freuen sich natürlich, wenn sie die Kamera sehen. Ja. Neukölln. Ist schon Feierabend, Bruder? Noch nicht. Noch nicht, okay. Warum fragst du gleich ein, ja? Weil ich muss auch da, weißt du? Ah, ja, natürlich. Alles Gute, ciao. Ja, Freunde. Hier ist der Reshit auf jeden Fall. So, gehen wir mal rüber. Was gibt es hier noch eigentlich? Ja, ganz viel Bazar. Sorry. Ah, nicht alle sind freundlich. Wer kennt die? Die kennt jeder, oder? Die kennt jeder, oder? Die gibt es überall. Ja, Freunde, hey, wir sind direkt am Rathaus Neukölln, straight up. Hood ist genau hier, Freunde. Ja, wir sind jetzt auch da. Karl-Marx-Straße ist hinter mir. Schon lange durch. Ihr habt gesehen, was da so abgeht, Karl-Marx-Straße. Komm, einmal kurz über Rathaus Neukölln. Aber eigentlich müsste ich das als einziges Video machen. Aber, ja komm, machen wir nochmal durch oder nicht? Komm, wir gehen mal auf die andere Seite und dann machen wir Rathaus Neukölln, Freunde. Weil es muss sich auch lohnen, die Videos werden auch viel zu lang, sonst uncool. Wenn die Videos viel zu lang sind, sieht das nicht so gut aus. Ist ein One-Take. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten gequatscht gehabt. Gehen wir mal kurz zurück auf die andere Seite, würde ich sagen. Hi. Sind Sie Urgestein Berlin-Neukölln?
Nicht? Alles klar, schade. Ja, ja, Hammer. Hätte ja sein können, wa? Aber sind sie nicht. Freunde, kurz mal auf die andere Seite, dann beende ich auch natürlich das Video. Und dann gibt es gleich hinterher nochmal ein neues Video. Mit Rathaus Neukölln, Richtung Hermannplatz. Ja. Ich drehe mindestens 2 Videos am Tag, weil sonst, ja. Ich schaffe es ja nicht jeden Tag hierher zu kommen, hintereinander, deswegen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen eins meiner Secrets verraten. Hier. Das ist ja auch immer gut. Alle laufen lieber ruhig. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, Alter, aber hier ist, glaube ich, ganz normal. Oder? Weil ich frage mal kurz die. Ah nein, jetzt fahren die los. Ja. So. Geil. So. Ja, da hinten ist rot, alles blockiert. Ich fahre mal kurz. Ja, die fährt auch noch weiter. Easy. Ja, Mann. Hier ist auf jeden Fall Next Level, Freunde. Hier ist der Next Level, ja. Ihr seht, wie krass blockiert das Ganze ist. Ist echt viel zu voll. Ja. Sehr, sehr voll. Ja. Soll ich einfach mal rotzfrech einfach vorbeilaufen? Mal schauen. Einige bleiben bei Rot stehen, einige gehen trotzdem weiter. Ja, Mann. Okay, jetzt. Wir machen das lieber richtig mit Vorbild, oder? Ja. Freunde, überqueren die Straße auf die andere Seite. Gehen ein bisschen weiter nach vorne. Da war noch dieses Stadtbad damals. Stadtbad Neukölln. Vielleicht finden wir das gleich nochmal. Wir gehen mal ganz kurz dahin und schauen, ob das auch existiert, so weißt du? Ja. Wenn die Leute einen sehen, dass man in die Kamera spricht, lachen die. Ja, Mann, hier ist ein ganz anderes Level so. Ja. Hallo. Ja. Aber die Leute sind schon freundlich. Ja. Hallo. Hallo. Die wollten jetzt, dass ich zu denen zurücklaufe, aber ich habe da irgendwie keine Zeit für. Freunde, wir kommen mal ganz kurz Richtung Stadtbad. Ja. Was läuft hier eigentlich noch so alles? Leute gucken aus den Autos und denken... Also ich komme mir gerade vor wie so ein Affe. Die Leute gucken aus den Autos, weil hier ist ein bisschen anders. Die Leute gucken aus den Autos und denken... Die Leute gucken aus den Autos und denken, was ist das für ein Affe, Digga, weißt du? Ja. Oh Mann. Ja, Mann. Man macht schon sehr viel Aufsehen so. Man sorgt für Aufsehen, weil die Leute... Das ist ein bisschen anders. Ja. Wir gehen mal ganz kurz Stadtbad Richtung. Stadtbad. Hier war mal damals ein Stadtbad. Neukölln. Wir checken kurz die Lage. Ja. Da oben zum Beispiel geht es in Richtung Boddingstraße. Und hast du nicht gesehen. Wir checken mal ganz kurz. Auf der Stadtbad. Verzeihung, meine Frage. Sorry, sprechen Sie Deutsch? Ja. Okay. Sind Sie Urgestein Berlin-Neukölln? Oder nicht? Sehr, 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 sehr schwer zu finden. Ja, okay. Gibt es noch diesen Stadtbad Neukölln? Ist dahin, okay. Freunde, wir checken das mal ganz gut. Danke. So, Freunde, ist wie gesagt sehr schwer zu finden, aber ich habe ja schon jemanden gefunden gehabt. Und ja, Mann. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal dahin und schauen uns das an, ob es da überhaupt noch existiert. Freundschaftspreis, alles klar. Freunde, hier gibt es schon sogar drei dreisprachige Apotheken. Schaut mal. Wir haben hier Russisch, Arabisch, Englisch. Ah, okay, Englisch ist der Standard, ne? Ich würde sagen. Wie gesagt, wir gehen einfach mal nach vorne und gucken, ob das Stadtbad Neukölln existiert. Soll ja auch Kult gewesen sein damals. Heute weiß ich nicht. Ja. Ja, Mann. Musik, Café, Kunst. Was ist das hier? Happy Hour. Alles wieder offen. Ich dachte, Bar ist ein Zug, Freunde, oder? Ist das eine Bar? Nee, wa? Hallo, ist das eine Bar? Ja. Okay. Ich dachte, Bar ist ein Zug, oder? Ja, also wir haben auch eine Bar. Achso, eine Bar. Also zum draußen voll sauber, oder? Genau. In der Stadtpark? Sie sieht das, ne? Stopp. Das ist ja direkt daneben. Okay, ja. Danke. Freunde, das ist so die Ambiente hier in der Bar, aber da darf man halt nicht rein, nur draußen bestellen.
kurzer Einblick für euch. Ja. Und weiter geht's. Ist chill eigentlich. Das habe ich noch nie gesehen so. Stadtpark Neukölln, Stadtbad, wieso sag ich Park? Stadtpark. Mann, schon wieder. Stadtbad Neukölln. You can kill the messenger, not the message. Okay, das sieht auch gut aus, Freunde. Das ist ja mal eine Message, oder? Schauen wir mal ganz kurz rüber. Ist das eine Message oder was? Sieht gut aus. Freunde, Stadtbad. Checken wir mal ganz kurz die Lage. Was hier noch so geht. So. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der Weg so weit war. Stadtpark. Stadtbad. Immer sage ich Park dazu. Naja. Wollen wir mal schauen, Freunde. Wir kommen mal näher. Das Bad. Doch hier. Stadtpark. Neukölln. Wir sind da. Berliner Badbetriebe. Aber es ist natürlich zu, Freunde. Wegen der ganzen Corona, aktuellen Corona. Krise. Ja, Berliner Bäder sind auf Anordnung des Senats bis auf weiteres geschlossen. Wir informieren uns auf da. Okay, hört zu. Ich würde sagen, das war's erstmal schon mit dem Video, oder? Ich habe euch ein bisschen Kult in Neukölln gezeigt, auch wenn es zu war. Ja. Das nächste Video auf jeden Fall erst Richtung Hermannplatz. Rathaus Neukölln. 7 Tage Neukölln. One Take. Vielleicht finden wir noch ein paar Urgesteine. Leute, die hier aufgewachsen und geboren sind. Ein bisschen wird schwierig, aber wir probieren es. Freunde, ich bin draußen. Mein Name ist Six, all in the mix. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Nach diesem Video geht es natürlich weiter in Köln. Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video, wenn ihr wollt. Und ja, das war der 2. Tag Neukölln. Wir sehen uns beim 3. Tag Neukölln.